Liebe Leute, ich habe die absolute Snapchat-Revolution dabei. Gibt es in Deutschland eigentlich noch gar nicht, aber ich habe das Ding schon. Hier in dem Päckchen ist die Revolution drin. Ja, gleich mache ich ein bisschen Unboxing. Übrigens nicht alleine. Ich teste das Ding heute zusammen mit einer echten Snapchat-Expertin. Ich besuche jetzt nämlich Franka, die Hauptdarstellerin der Snapchat-Soap I Am Serafina. Wieso sagst du das denn jetzt? Ja, weil ich glücklich bin jetzt. What happens when it starts? Hier wohnt sie. Ja, einfach mal klingeln. Hallo Franka! Hallo. Gleich wieder erkannt. Ich kann dir jetzt leider gar nicht die Hand geben. Das ist schwierig zu snappen mit den ganzen Sachen in der Hand. Ja. Vielleicht ändert sich das ja heute. Ja, vielleicht. Ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Tada! Wir haben sie. Die Snapchat-Brille. Unfassbar. Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass man mit der Brille aus der Ich-Perspektive Videos aufnehmen kann. Ich glaube, die Kamera ist hier, ne? Da, an der Seite. Genau, da sitzt die Kamera. Und dann kannst du die Brille irgendwie direkt mit Snapchat koppeln und dann geht es gleich raus. Auf der anderen Seite der Brille sind LEDs, die leuchten, wenn die Kamera filmt. Würdest du sagen, dass sie trendy ist? Ja, ich finde sie sehr trendy. Darf ich fragen, wie viel du gezahlt hast für die Brille? Im Moment wird die Brille ja nur online in den USA verkauft. Da kostet die $129. Bei eBay kann man natürlich alles kriegen. Mhm. Und da kosten die im Moment so 300 Euro. Jetzt mach was. Wenn du einmal drückst, dann nimmst du ein Snap-Video auf, also 10 Sekunden. Wenn du zweimal drückst, 20 Sekunden. Und wenn du dreimal drückst, 30 Sekunden. Also direkt drei Snaps hintereinander. Ach cool, okay. Das heißt, man kann nur Videos machen, keine Fotos? Da stand jetzt nichts von Fotos, ne? Nee, stand nur Videos. Videos, genau. Warte, soll ich mal ausprobieren? Ja, probier mal. Jetzt ist innen ein Licht. Es leuchtet auch. Ich sehe hier noch nichts. Also live sehe ich das Bild nicht, was du aufnimmst. Und auch in der Brille wird das Bild nicht angezeigt. Das Video geht per Bluetooth an die App. Und erst da kann ich es dann anschauen, bearbeiten und posten. Ah, da ist es. Und wenn man das Handy so bewegt, dann kann man tatsächlich irgendwie die Perspektive ändern. Auf jeden Fall bewegt sich alles. Das ist crazy. Soll ich die Wohnung zeigen mit der Brille? 3, 2, 1, Wohnungsführung. Da ist unser Essenstisch, da ist die Niki. Da hinten ist Niki, genau. Du bewegst dich ganz bedächtig mit der Brille. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Hallo. Denn wenn Franka zu viel mit dem Kopf wackelt, wackelt auch das ganze Bild. Also lieber nicht rumzappeln. Ja. Ja. Ordnung pur, Chaos, würde ich sagen. 1, 2, 3. Polaroid Double Snap. Wenn ich nicke, wenn ich... Dann wackelt ja, das genau. Bild. Vorschlag, wir machen jetzt den Brillenhärtetest. Und wie geht der? Das verrate ich dir noch nicht. Wir fahren jetzt wohin, wo man die, glaube ich, ganz gut testen kann. Hast du die jetzt gefilmt? Ja. Das hat die nicht gemerkt, nein, ne? Dass du sie null gefilmt hast. Nichts. Also so rein rechtlich, ne? Man darf ja nicht einfach Leute filmen ohne ihr Einverständnis. Ich könnte mir vorstellen, mit der Brille gibt das öfter mal Probleme. Ja, das stimmt. Das habe ich mir eben auch gerade gedacht. Kriegt ja keiner mehr mit, ne? Stimmt. So, jetzt was anderes. Wir fahren jetzt wohin? Und ich sag dir später, wohin es geht. Wir sind da. Heraus mit dir und wir spielen Laser Tag. Yay! Yeah. Hast du Bock? Richtig. Ja, los. Mach mal, oder? Wer öfter trifft, hat gewonnen. Schon krass. Durch die Weitwinkeloptik der Brille sieht mein Lasertag-Snap auf einmal aus wie ein Ego-Shooter. Also klar, mit einem Handy in der Hand ging das jetzt überhaupt nicht. Die Kamera der Brille ist richtig gut. Trotz Dunkelheit ordentliche Bilder. Verdammt! Timeout, ich will die Brille... Hey! Timeout! Ich will die Brille probieren. Okay. Das ist aber nicht fair, der letzte. Ja, was soll's. Ich glaube, irgendwann vergisst man auch, dass man die Brille aufhat. Ich habe sie tatsächlich zwischendrin vergessen. Es ist ein bisschen eine Einschränkung, dass es eine Sonnenbrille ist. Ich meine, hier ist Schwarzlicht und ein bisschen dunkel. Man gewöhnt sich aber mit der Zeit dran. Okay, dann los. Übrigens, wenn man die Snaps runterlädt, sind sie immer rund. Game over. Oh. Game over. So, wer hat jetzt gewonnen? Wie viel hast du? 680. 400. Jawohl! Fand ich auch sehr cool. Spaßig. Gehen wir, oder? Ja, gehen wir. Nicht schießen.
Also es schaut ja schon cool aus, ne? Ja. Würdest du dir jetzt so eine Brille kaufen? Für den Preis und dafür, dass es sie nur als Sonnenbrille gibt, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ist mir einfach ein bisschen zu teuer. Eine Revolution ist es vielleicht nicht. Im Wesentlichen hat die ja zwei Stärken. Du hast die Hände frei, deswegen kannst du andere Sachen machen. Und du hast eben so diese subjektive Perspektive, die schon ganz cool aussieht, gerade wenn man dann sowas irgendwie veranstaltet. Das stimmt natürlich. Das ist dann ganz geil. Ja. Ein weiterer Nachteil der Brille ist, die kann keine Filter aufs Gesicht legen. Stimmt. Ja, das kann nur das gute alte Handy. Naja, ist ja auch schön. Tschüss.